Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Revelations 2. So, ich habe noch einmal ein kleines bisschen weitergespielt, anstatt wieder am Checkpoint anzufangen. Ich habe mich jetzt allerdings bei dem unsichtbaren Viech ein kleines bisschen blöder angestellt und habe jetzt kaum noch Pistolenmunition übrig. Ich hoffe, ich werde trotzdem noch einigermaßen gut hier durchkommen. So. Natalia, die Schleuse! Sehr Mach gut. Haha. Genauso habe ich es mir vorgestellt, dass es auch dieses Mal laufen wird. Dass das Viech von der Wegfindung her die ganze Zeit nur zu Barry möchte, anstatt zu Natalia. Ich habe keine Ahnung, was da im letzten Part schiefgelaufen ist, dass das Viech sich anders verhalten hat. Kein Plan. Moment, war das jetzt gut? Oder läuft das Viech noch Barry hinterher? Nee. Wieso wechselt es permanent gerade die Farbe? Muss ich das verstehen? Ich glaube nicht, oder? Na egal. Es ist sowieso besser, erst einmal hier vorbeizulaufen und da hinten den nicht exklusiven, explosiven Behälter runterzuschubsen. Damit ich nach Möglichkeit auch alles an unsichtbarem Gesocks da unten erwische, wenn ich mit Barry drauf schieße. Was? Achso, okay. So, vorsichtshalber hier unten bleiben. Da oben bleiben, meine ich. Natalia, versuch die hier aufzubekommen. Okay. Und zack. Shit. Shit, shit, shit. Okay. Ich laufe. Das schien sehr knapp gewesen zu sein. Aber ich habe hier hinten ja noch ein paar explosive Überraschungen bereitstehen. Kommen jetzt überhaupt Viecher hierher oder werden die mich jetzt hier warten lassen? Okay. Eins der Das Viecher Monster sieht nicht hierher. könnte, glaube ich, herkommen. Aha. Shit. Fuck. Shit, shit, shit. Ja, geht doch. Oh. Eigentlich hätte ich schon hier drauf ballern können, wenn es mich schon bis hierhin verfolgt hat. Ach, egal. Okay, komm mal her. Ich achte auch so ein bisschen auf den Boden in der Hoffnung, den Zombie. Okay. Zombie. Ach, du Sackgesicht. Okay, es kommt.
Langsam aber sicher. Ja, komm mal her. Ne? Gut. Okay, nicht zu nah an das Viech mit Natalia. Okay. Das Monster sieht nicht hierher. Mhm. Kommt's nicht dahin? Ach, come on. Ja, supi. So geht's auch. Ja. Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Sehr gut. Pistolenmunition, was ich gebraucht habe. Oh. Das ging ja noch mal einigermaßen gut. Erkenne ich da unten etwas? Da scheint etwas zu liegen, aber ich bezweifle, dass es noch am Leben ist, sonst hätte es ja auf Barry reagiert. Ich hoffe jetzt mal, dass die KI jetzt gerade auch dieser Logik folgt. So. Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Okay, erster Typ weg. Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Voll auf den Schädel. Sehr gut. Perfekt. So, ja. Dann öffne mal die gute Stube. Ich hoffe wirklich, wir finden bald ein rotes Kraut für Barry. Damit wir ein bisschen mehr grünes Kraut insgesamt generieren können. Sonst sehe ich langsam ein bisschen schwarz. Wir haben es einigermaßen gut hingekriegt. Einigermaßen. Aber hätte auch besser sein können. Naja. Ich nehm's. Passt schon. So. Das nehmen wir mit. Okay. Schön ruhig. Ich glaube, hier irgendwo finden wir ein weiteres grünes Kraut. Bin mir allerdings nicht ganz sicher. Na okay, wir finden eine Kiste, aber ob da ein Kraut drin ist, ist eine andere Sache. Es ist unfassbar, wie wenig das Spiel gewillt ist, mir zu helfen. Wenn das Spiel registriert, dass ich weniger Munition habe, deutlich weniger Munition, dann müsste es da doch wenigstens irgendwas geben von wegen... Okay, gebe ich dir hier mal ein Packen Pistolenmunition mehr. Oder ein grünes Kraut mehr. Irgendwas. Stattdessen werde ich hier mit Edelsteinen zugeschissen. Also, okay, wir sind draußen. Entzieht sich meines Verständnisses, ehrlich gesagt. Verstehe ich nicht. Möchte ich auch nicht verstehen. Weißt du, was soll's? Du musst mich dabei nicht begleiten. Ich bleib bei dir. Ich will die Wahrheit genauso rausfinden wie du. Früher muss das mal. Jetzt geht's hoffentlich einigermaßen besser. Ich hoffe einfach nur darauf, dass der Kampf gleich, der Bosskampf, den wir nicht skippen können. Barry, auch ich glaube, ich etwas erinnere mich an etwas. Verläuft. Ich glaube, die Frau war irgendwo da unten. Okay. Ich rechne schon damit, dass ich da ein paar Probleme bei haben werde, aber... Ja. Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit sollte das auch machbar sein. Bezahlen, was sie Moira angetan hat.
Ehe sie das nicht tut, werde ich die Insel nicht verlassen. So, mein lieber Barry, jetzt wird hier erst einmal Munition gespart. Unsichtbare Wände werden entdeckt, auch schön. Hm. Aha. Und Edelstein. Ja, wusste ich. Unfassbar, dieses Spiel. Unfassbar. Schenkt einem nichts. Ah, wir haben ja noch eine leere Flasche. Stimmt ja. So. Die explosiven Flaschen benutze ich gleich vielleicht sogar. Naja, das kennen wir ja. Wo zum Teufel sind wir jetzt? Oh, nein, nicht von der Munition wegdrehen, Barry. Böser Barry. Ja. Okay, wohin geht das Viech jetzt von uns weg? Wirklich? Okay. Okay. Boah, Alter, ich dachte schon, wo ist es denn jetzt auf einmal hin? Okay. Bitte, bitte, hab etwas. Och. Das ist wirklich mittlerweile schon nicht mehr lustig. Also das Spiel zeigt mir jetzt gerade ganz offiziell den Mittelfinger. Unterstützt mich in keinster Weise. Bei Claire war es noch nett. Aber jetzt gerade bei Barry, da will es mich am ausgestreckten Arm verhungern lassen. Na, der einzige Weg rauf etwas. Ist der Fahrstuhl. So. Genau. Was war das? Zu dir kommen wir gleich. Das wird ein Vergnügen. Mhm. Nee. Ich finde hier auch nur dieses Sekundärzeug, ne? Lauter Sachen, mit denen ich zwar craften kann, es mir aber kaum leisten kann, weil ich eben hier sehr wenige leere Flaschen finde. Schon wieder. Edelsteine über Edelsteine. Es ist zum Kotzen. Hey, Magnum-Munition. Endlich mal etwas. Warte mal. Ja, ich wollte schon sagen, weil sie es ja aufgehoben hat. Mein Fehler. Ich dachte jetzt schon, wie groß kann das Magazin sein? Vor allen Dingen waren 11 Schuss ja auch vorher in der Waffe geladen. Egal. Kurzer Denkfehler. Schleim, 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 Schleim. Mhm. Okay. So, jetzt müssten die beiden Revenants. Entschuldigung. Die müssten da hinten doch schon gespawnt sein, oder? Ah, doch nicht. Na gut. Ha? Aha, jetzt kommen sie erst.
Okay. Das bedeutet Rückzug, taktischer Rückzug. Damit ich es später noch einmal mit dem Stealth Kill versuchen kann. Du nimmst dir den hier schon mal mit. Hey, Gewehrmunition! Was will mir das Spiel jetzt nur sagen? Ja, okay. Wir haben genug Stoff. Da können wir das auch ruhig mal mit dem Alkohol verwenden. So. Ja. Passt schon. Das Ding können wir wohl als Stromquelle benutzen. Ist der Revenant jetzt gerade direkt da? Das gibt's ja nicht. Guckt euch das an. Der versucht hier aktiv durch die Wand zu laufen. Alter Vater. Okay, das ist wohl ein bisschen nach hinten losgegangen, die Strategie. Shit. Na gut, wenngleich höchstwahrscheinlich resettet werden muss, dann gehe ich mal stark davon aus, dass das Viech gleich resettet wird. Was zum Teufel ist das Ding? Das Monster! Ha! What? Wie jetzt? Danke für die Hilfe! Shit! Oh oh! Das Monster! Weg! Zeig bitte drauf! Alter! Gibt's doch nicht! Nein! Ah, jetzt hätte ich ihm schön in den Rücken ballern können. Das Monster kommt! Ja, ja. Nicht noch. Was? Dreieck? Oh shit! Das Monster kommt! What? Gibt's ja nicht. Das Monster. So, geht doch. Bitch. Tatsächlich sogar beim ersten Versuch geschafft. Hätte ich nicht gedacht. Oh. Mann, 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 Mann. Das war jetzt wirklich anstrengend. Frage ist, ja, das Viech, das läuft da immer noch draußen rum. Läuft es jetzt gerade ernsthaft die Treppe hoch, während ich mich zu der Tür begebe? Naja. Das ist jetzt so ein bisschen das... Ja. Shit. Das werde ich nicht mehr los. Kannst du dich bitte umdrehen? Okay. Dann eben nicht. Oh. Moment. Eine Möglichkeit gibt es, glaube ich, noch. Hallo. Ja, ich hab's genau hinter mir gehört. Das Drecksvieh. Ja, ich glaube, es dreht sich nicht um. Ja. Shit. Ich mache es mal folgendermaßen. Wo? Ich sehe es nicht. Das Monster! Du zeigst durch die Wand. Okay. Das Monster kommt! Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert hat.
bitte, 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 bitte. Ja! Haha! Leck mich! Sehr gut. Hat funktioniert. Ja. Ich glaube, mit so einem ganz, ganz groben Plus kommen wir am Ende doch noch aus der Episode raus. Aber es ist so ein, ja, bittersüßes Ende, sag ich mal. Ich hol mir einen kaputten Rücken, wenn ich das Teil ganz bis ich habe jetzt nicht schleppe. Mit so einem geringen Plus gerechnet, ehrlich gesagt. Ich dachte, ja, mit Barry wird das jetzt genauso entspannt wie bei Claire. Ja. Schön wär's. Das Problem ist, mit Barry hatte ich ja noch deutlich weniger als mit Claire. Das ist ja heftig. Das ist das Problem. Zwischen den einzelnen Modi von den Episoden liegt so viel Zeit, ich habe überhaupt gar keine Ahnung mehr, in welchem Modi ich wie gut ausgerüstet bin. Dementsprechend ist es für mich quasi jedes Mal so eine neue Situation, mit der ich kämpfen muss. Ach, warte mal, shit. Nee, die Zeit müssen wir uns nehmen, das Ding da oben noch zu holen. Ja, das ist ein Mist. Das sollte ich aber noch tun können, oder? Das Ding hier einmal runterfallen lassen. Das geht doch noch. Genau. Und da klippe ich auch noch durch das Ding durch. Egal. Nochmal Schwein gehabt hier. So. Dein? Ah ne, der Turm, der ist da oben. Okay. Aber ich glaube, ja, der beinhaltet da auch nur so eine Kiste, die wohl auch nur BP beinhalten wird. Aber ich glaube, ich werde da ausnahmsweise doch mit Natalia hochklettern, um zu gucken, ob da nicht vielleicht doch noch was drin ist. Ich weiß, ich habe in den Kisten mittlerweile wahrscheinlich irgendwelche Inventar-Upgrades oder Munitionstaschen für verschiedene Waffen verpasst. Aber seien wir mal ehrlich, in diesen Modi, wo wir, was Munition und alles andere angeht, nur sehr knapp bemessen sind, werde ich diese Taschen höchstwahrscheinlich noch nicht mal brauchen. Ich laufe hier die ganze Zeit mit so wenig Zeug rum. Also. Upsa. Da wird es, glaube ich, nicht passieren, dass mein Inventar voll wird. Weil meine Pistolenmunition oder meine Gewehrmunition schon bei einer viel zu niedrigen Zahl stackt. Das wird nicht passieren. So. Rubin. Ah ja, klar. Ich hasse dich auch, Spiel. Naja. Aber ich hätte echt nicht gedacht, dass der Bosskampf jetzt in der Halle so reibungslos verläuft. Ich hätte eher gedacht, ja, weil ich ja die ganze Zeit über das Viech nicht sehen werde, wird es mich die ganze Zeit erwischen. Nö. Natalia, also KI Natalia, hat sich als sehr zuverlässig erwiesen und mir die ganze Zeit gezeigt, wo das schleimige Viech rumschleimt. Besser geht's doch gar nicht. Ah ne, Natalia muss doch hier hoch. Barry kriegt das Teil doch gar nicht auf. Na komm. So. Okay. Schauen wir mal. Na, dreifach verschlossen, also. Wenn da mal nichts Gutes drin ist. Ah ja, klar. Ich wusste es. Sieht schlimm aus. Naja. Komm ich mit klar. Ja, der Wecker hat sich jetzt zwar gemeldet, aber ich denke mal, das kriegen wir noch hin. Ach shit, ich habe ja das Teil gar nicht rübergetragen. Ich wollte mich schon auf den gemeinsamen auf das gemeinsame Hebelziehen vorbereiten. Ja. Nicht ganz so schnell. So, während sie da durchkriecht, gehe ich mit Barry schon mal hier hin. Perfekt. Ach.
kurz gucken, ob hier was Glänzendes ist. Ah, ja geil. Leere Flasche, immer her damit. Explosiv habe ich genug. Dann erstmal wieder eine Brandflasche. Wie, ich kann die nicht übergeben? Ach, weil sie wahrscheinlich zu weit entfernt ist. So, jetzt aber. Gut. Hier spawnt ja draußen, glaube ich, kein neuer Revenant mehr. Okay. So. Jetzt muss Natalia mir nur noch anzeigen, wie das Viech da unten gleich läuft. Okay, nee, das riskiere ich jetzt nicht mehr. Da warte ich lieber, bis es einmal rumgegangen ist. Ja, jetzt. Bam. Es ist nah, aber sieht uns nicht. Ha, grünes Kraut. Werde ich mich jetzt endlich mal dazu entscheiden, eins zu benutzen? Ich weiß nicht. Vielleicht vertraue ich wieder darauf, dass ich zum Start der nächsten Episode geheilt bin. Das war wirklich zu schön, wenn das Spiel einfach den Gesundheitsstatus überhaupt nicht speichert zwischen den Episoden. Das wäre so gut. Und darauf spekuliere ich jetzt komplett. Ich weiß, dieser rote Bildschirmrand ist nervig und das ständige Herzpumpen. Aber ich muss es ja auch ertragen. Und was tut man nicht alles, um sich die nächste Episode ein kleines bisschen einfacher zu machen? So, Rauch, Brand oder Explosiv? Ich würde sagen nochmal Brand. So. Da haben wir wieder ordentlich Zweitwaffen. Na. Mhm. Ja, dieses ganze von Fließband zu Fließband getrage, das schlaucht sich schon so ein kleines bisschen. Zumindest wenn man es so wie ich mehrere Male hintereinander macht. Aber dafür liegt es ja bald hinter uns. Das ist ja jetzt das letzte Mal, dass wir von Band zu Band laufen müssen. Na komm, Fließband. Arbeite fleißig. Okay. So, ich weiß ja noch, dass auf dem Aufzug gleich ein Revenant sein wird. Und das ist der letzte, den wir jetzt so regulär besiegen müssen. Natalia? Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Welche Extremität? Das Monster kommt! Shit. Das Monster! Alter! Ach nö. Shit. Okay, dieser Barry-Schrei, wenn er stirbt, klingt so ein kleines bisschen gelangweilt von der Natalia. Ich finde, die Synchronsprecherin von ihr, die hat ja schon bewiesen, dass sie vernünftig ein Kind nachmachen kann. Auch dieses... Ja... Also generell, bislang hat sie einen sehr guten Job geleistet, gerade als Barry sie auf dem Rücken getragen hat und sie meinte, ich kann mich nicht mehr erinnern. Diese Geräusche, die sie da gemacht hat, das war richtig gut. Deswegen, also ich glaube, das Talent wäre da, um so ein verzweifelteres Barry rauszubringen. Nur ich glaube,
Das Lokalisationsstudio wollte scheinbar an dem Tag, wo sie dieses eine Wort noch aufnehmen musste, früher Feierabend machen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Und das ist schade. Naja, was will man machen? So. Dieses Mal genauer zielen. So. Also wirklich, dass sie in der Lage ist, das Ding überhaupt zu stemmen. Erstens so unhandlich, wie es ist. Zweitens so schwer, wie es jetzt auch ist. Barry, dir ist schon klar, es ist scheiße unpraktisch, wenn du draufstehst und ich es tragen will. Depp. Also Respekt an dieses Mädchen. So. Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Das Monster kommt. Das ist... Das Monster! Hallo? Ach, come on. Das Monster kommt. Das gibt es doch nicht. Natalia? Ich habe keine Ahnung, wo es ist. Zeig doch mal drauf. Was? Wo läuft es denn hin? Das gibt's ja nicht. Es nimmt echt den langen Umweg. Oder was? Yo. Das Monster kommt! Das Monster! Barry! Echt gut gemacht! Okay. Das Monster kommt! Sehr gut. Hat ihn gut beschäftigt. Perfekte Ablenkung, Natalia. Ja. Hab jetzt ein paar zu viele Schüsse in den Sand gesetzt, aber ist mir jetzt auch egal. Ich werde den Checkpoint nicht nochmal neu laden. Ich bin froh, jetzt endlich am Ende zu sein. Jetzt ziehen wir es auch durch. Für diesen Part. Und dann können wir uns im nächsten Part... Shit! Da liegt Money! Oh nein! Och, seid ihr scheiße. Verdammt! Och nö. Ah. Auch noch Sturmgewehrmunition. Sieht zumindest danach aus. Ach, Dreck. Ich hätte doch noch hochklettern müssen an der einen Stelle da. Ah, ich dachte, die eine Truhe wäre alles, was da liegt. Shit! Ach. Ist das ärgerlich. Auf die Waffe wollte ich ja eh verzichten. Egal. Muss ich mitleben. Muss ich mitleben. So. Okay. Schön. Monster! Nicht so laut. Okay. Laufen die jetzt? Nee. Der eine läuft schon zurück. Okay. Ich dachte gerade, die würden... sehr merkwürdig versetzt laufen. Oh. Okay. Warte. Ich fürchte jetzt gleich macht er so eine kleine Drehung. Deswegen warte ich lieber. Ganz kurz. Genau. Bam. So. Perfekt. Okay. Sammeln wir alle BP auf, die hier in den Kisten liegen. Ja, ich bin schon ziemlich angenervt davon. BP-Farming hin oder her. Ich brauche Muni, um hier zu überleben. Das scheint nur das Spiel nicht raffen zu wollen. Guckt euch das an. Ey, wirklich in jeder einzelnen fucking Kiste. Ah, danke schön. Endlich mal. Eine Kiste... hat an mich gedacht. Hast du gut gemacht, Kiste. Ja? Props dafür.
Diese Kiste war mein bester Freund hier in der Episode. Okay. Dieses Mal mache ich es richtig. Links rum. Puff. Lauf, lauf, lauf. Lauf. Lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf, lauf. X, 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 X. Komm schon. Nein. Das... Wo, wie? Wie ist er denn bitte schön zwischen mich und der Kiste gekommen? Wie geht das denn bitte? Mistvieh. Das war ja jetzt der unglaubwürdigste Griff eines Gegners, den ich je gesehen habe. Ich habe die Kiste war direkt vor mir und er hat sich zwischen mich und der Kiste... Wie geht das? Immer voran. Wir haben das alte Miststück. Wisst ihr was? Ist mir jetzt auch egal. Denn wir haben das Ende erreicht. Damit kann ich mir jetzt gleich die nächste schöne verdiente Trophäe angucken. Nämlich Unsichtbar-Modus Episode 3. So. Judgment ist fertig. Und bling, Trophäe erhalten, Episode 3 Unsichtbar-Modus. Geht doch. Sechster Sinn, Concept Art Nummer 14, solide Wertarbeit, Figur Gina. Okay. Ja, 4 Medaillen noch gekriegt. Nett. Aber ist ja jetzt für uns nicht... Oh. Ist ja jetzt für uns nicht wichtig. Ich habe jetzt gerade gesehen, 86.000. Wir sind jetzt tatsächlich sehr nah an die 100.000 gekommen. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Moment, ich habe mich jetzt von den Nullen her nicht verzählt, oder? Das sind doch 5. Ja, gut. Sind 100.000 und nicht 1 Million. Das wäre aber auch heftig, wenn die 1 Million verlangen würden. Da würde ich auch ein Veto einlegen. 1 Million BP ist dann doch ein bisschen zu viel zum Farmen, würde ich sagen. Ja? Alles klar. Supi, damit hätten wir den Unsichtbar-Modus von Episode 3 auch geschafft. Die ersten 3 Episoden sind damit zu 100% abgeschlossen, Leute. Und das Letzte, was jetzt noch übrig bleibt, ist die Episode 4 in all ihren verschiedenen Varianten durchzuspielen. Die finale Story-Episode. Ich bin gespannt, wie die Geschichte jetzt enden wird auf der Insel. Und vor allen Dingen, wir müssen uns ja auch noch um ein paar kampfrelevante Trophäen kümmern. Wir müssen, glaube ich, noch 30 Revenants die Waffenarme abschießen. Also wir müssen noch auf die 30 kommen. Keine Ahnung, bei welcher Zahl ich gerade stehe. Dann müssen wir noch die 50 Kills mit der Moira voll machen. Und zu guter Letzt müssen wir uns auch noch um die Geplagten kümmern, die wir im Sprung töten müssen. Also während sie auf uns springen, muss ich ihnen den Todesstoß versetzen. So eine ähnliche Trophäe, die gab es auch schon in Resident Evil 5. Da gab es ja eine Trophäe dafür, einem Gegner einen Kopfschuss zu versetzen, wenn er gerade springt. Ja. Hier kommt es allerdings nicht darauf an, einen Kopfschuss zu machen, sondern einfach nur den finalen Schuss zu setzen. Okay. Da kümmern wir uns dann aber drum, wenn es soweit ist. Erst einmal verabschiede ich mich an dieser Stelle von euch, Leute. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.